Ja, es geht mir sehr gut. Ich freue mich sehr darauf und ich hoffe wirklich, dass ja, mein letztes Spiel, ich hoffe wirklich, dass viele Fans kommt und dass es zu mitmachen in unsere ja, Heimparty eigentlich wird das, weil es ist das letzte Heimspiel für die super tolle Saison, was wir gespielt haben und ja, ich freue mich sehr. Dass wir so toll gespielt haben über die letzten Jahre mit ja, Euroleague und in der Meisterschaft jetzt der Fußball, was wir jetzt spielen, ist wunderschön. Und ja, klar, der erste Meister, meine erste Meisterschaft, erste Meister, erstes Mal, da ich Meister geworden war in Salzburg, war ein bisschen außergewöhnlich. Ja, klar, das ist jetzt, ich glaube, dritte oder viertes Mal, aber das ist trotzdem jedes Mal sehr schön und Meister zu werden. Und das ist wirklich ein Highlight. Klar werde ich die Fans treu halten. Ich werde, ja, mein Wunsch ist klar, dass ich in einem Verein weiterarbeiten kann und ja, mithelfen, dass wir uns weiterentwickeln und dass wir noch erfolgreicher werden. Ja, das sind eigentlich meine Ziele und ja, dass man weiter in Europa spielen kann und Champions League und dass man noch in einem größeren Umfang Red Bull Salzburg auf den Weltmap sozusagen, dass jeder weiß, wer Red Bull Salzburg ist. Und das wissen sich schon viele in Europa, aber da kann man noch was ein bisschen tun. Ein trainingsfreier Tag, ja, jetzt habe ich, ja, ich würde gern Golf spielen, das ist auch ein bisschen Sport, aber ja, es macht Spaß und ich freue mich und das ist für mein ein bisschen so relaxen für den Kopf, wenn man im Freien gehen kann und ein bisschen relaxen und ja, Natur in Salzburg ist wunderschön. Spazieren, für ein paar Wochen war ich oben im Geisberg, bin ich hochgegangen und bis zum Gipfelkreuz. Ja, das ist super. Es ist ja, es gibt viel zum Tun in Salzburg. Ja, also ich glaube, wir haben ein Konzept gefunden und wenn wir dranbleiben wird, dann glaube ich schon, dass das nicht von allein gehen kann, aber wir müssen daran arbeiten und das weiterentwickeln und dann glaube ich, dass wir wirklich erfolgreich sein können. Ich glaube, einmal glaube ich, dass ich Rot bekommen habe. Aber es war schon lang her. Es war ein bisschen unglücklich, aber sonst bin ich ganz fair. Ich versuche immer Fair Play. Das finde ich sehr wichtig. Ja, und ja, das ist wichtig für mich, dass man fair spielt und mit seine Qualitäten die Spiele gewinnt. Kenne ich persönlich, ja. Neben Fußball, ja, wie ich vorher gesagt habe, spiele ich Golf. Finde ich sehr Spaß. Das macht Spaß. Und ja, das ist größer, anders. Hobbys habe ich eigentlich nicht so. Tennis spielen macht Spaß. Golf, ja, ein bisschen wandern oder Skifahren habe ich jetzt entdeckt, seit ich nach Salzburg gekommen bin. Das macht mir sehr Spaß und jetzt, ja, nach der Karriere haben wir dann ein bisschen mehr Zeit, dann darf man auch Skifahren gehen, wenn man selbst will, wenn man das wollen. Das freut mich darauf, ja. Ich verstehe mich eigentlich ganz gut mit jedem. Ich bin, glaube ich, nicht so schwierig, hoffe ich nicht. Das sagen vielleicht andere irgendwas anderes. Aber ja, ich komme ganz gut zurecht mit jedem in der Mannschaft. Und ja, das denke ich schon, ja. Sehr. Für mich gehört er in Salzburg.
Und wir werden alles davon, auch nächstes Jahr, der ganzen Mannschaft bin ich überzeugt, dass das wieder da bleibt. Und ja, was wir heuer geleistet haben, da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Und ja, ich freue mich wirklich auf Sonntag. Ja, ich denke schon jetzt auch, ich weiß, dass ich ein Gefühlsmensch bist und ja, aber ich glaube, das kommt dann erst nach dem Spiel, weil vor dem Spiel wird man so mit Vorbereitung und alles, dann bist du so fokussiert auf das Spiel. So, ich denke nicht, dass das irgend mich so beeinflussen werden, aber ich glaube, dann nach dem Schlusspfiff, dann wird das alles dann rauskommen und ja. Liebe Fans, vielen, vielen Dank nochmal für die tollen Jahre hier in Salzburg. Ich liebe euch, es sind fantastisch und wir haben sehr, sehr Spaß zusammen gehabt und ja, mach so weiter und dann machen wir auch so weiter und dann werden alle zufrieden sein und ja, vielen Dank, auch in meinen schwierigen Zeiten waren sie alle immer dabei und hat mir Glückwünsche geschickt und ja, dafür bin ich sehr bedankbar und ja, danke.